So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch. Ich begrüße euch zum ersten Road Ranked, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist der erste Einzelkampf, bewertete Einzelkampf, den ich mache auf meinem neuen Kanal mit 3DS Capture. Und ihr seht schon, wir haben im Team Kyun, Pinsir, Zapdos, Kobalium, Glurak und Gengar. Und wir warten noch darauf, dass ein Gegner gesucht und gefunden wird. Ja, was gibt's zu sagen? Ein Herzensprojekt geht langsam so für mich in Erfüllung. Ich habe ja wirklich lange mit mir gehadert, ob ich diesen Kanal aufmachen soll oder nicht. Und ich habe es dann am Ende doch gemacht. Ich habe mich doch dazu entschlossen, mir diesen 3DS zu holen. Es sind wirklich 400 Euro, die ich zwar investieren musste, aber wie ist immer so schön, wenn man was gerne macht oder wenn man es mag, dann gibt man auch gerne mal ein bisschen Geld dafür aus. Andere gehen für die 400 Euro und kaufen sich Fußballschuhe oder holen sich irgendwie ein Teil für ihr Auto. Ich gebe halt mein Geld so aus. Und wir haben unsere Gegner gefunden und kämpfen gegen ein Flunkiefer, Aggieslash, gegen ein Elfhuhn, gegen ein Greninja, gegen einen Sichlor und gegen ein Gollor. Was nehmen wir damit? Wir haben auf alle Fälle 1, 2, 3, 4 Feuerschwächen. Sieht schon ganz blöd aus. Elektroschwäche haben wir auch. Die werden zwar sowieso klar versuchen, irgendwie einzuschläfen oder so. Das ist so scheiße. Elektroschwächen haben wir auch drin. Ich würde sagen, wir nehmen auf alle Fälle mal Zapdos mit. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann nehmen wir noch mit Glurak. Wird sich, denke ich mal, auch ganz gut machen. Und ja gut, Gengar, das ist mega Gengar. Ich weiß, dass es am Ende nicht erlaubt ist, aber es ist mir auch gerade ziemlich egal, weil ich erstmal wieder ein bisschen was an Pokémon bräuchte zum Kämpfen. Irgendwas in Gewaltung irgendwie zu hätten? Nee, eigentlich nicht. Ja gut, haben wir alles. Okay. Komm, schaut sich gegen Aegislash an. Brauchen wir was gegen Aegislash? War ich mal so doof hier, sogar mal so schlecht, sogar mal so gut. Also scheiße! Was nehme ich jetzt mit? Ich nehme mit Gengar. Wir probieren es einfach mal. Ich habe Gen 4 aufgehört zu kämpfen, also CP zu kämpfen, und habe jetzt wieder angefangen, vor ungefähr 3 oder 4 Monaten. Da war so ein bisschen so Battle, mir Pokémon zu zischen und so weiter. Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft, was dabei jetzt rumkommt. Wir kämpfen gegen einen Typen mit japanischen Namen, mal gucken. Wie das so ist, ich hatte gestern auch ein paar unbewertete Kämpfe, dann habe ich mal kurz, geguckt, wie es ist mit bewerteten Kämpfen. Okay, das Gute ist, Zapdos ist bulky physisch, also hat sehr viel physische Staying Power. Und ja, das Gute ist, es ist noch Gen 4 Zapdos. Das heißt, wir können mit Hitzewelle ohne Schaden zufügen. Hoffe ich. Na gut, es geht. Könnte verbrannt sein, wäre viel besser. Und Aegislash ist so eins von meinen Hass-Pokémon als Gegner. Denn ich muss echt sagen, das Viech macht mir ganz schön zu schaden. Oh, natürlich ist das speziell. Das fehlt mir jetzt ohne Ei. Ja, ist klar. Ist klar. Oh Gott. Ja, gut, wenn der Shadow Sneak hat. Wir müssen es echt für mega Glurak probieren hier. Ich hoffe, dass wir durchziehen können. Gucken wir nochmal. Mach auf alle Fälle mega. Ich hau kleine Flamme drauf, das bringt nichts, wenn ich jetzt anfange mit Drachenherz mich hoch zu boosten. Okay, der wechselt bestimmt. Der wechselt bestimmt. Ich wette so mit euch, der wechselt, der Typ. Na komm. Oh ne, der wechselt nicht, was drin? Er ist bestimmt wirklich was nimmt. So, Mega Glurak X. Glurak Y kann ich natürlich auch spielen, aber ich finde Glurak X etwas intelligenter und etwas besser in dem Team. Da haben wir schon sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Oh, das ist gut, das ist gut, das halten wir gut ab. Das halten wir gut ab. Und? Und? Yes! Und da geht's down. So, 2-2 steht's. Gucken wir doch mal, wo wir unseren ersten Kampf gewinnen können. Hier, ich werde immer versuchen, 3 Kämpfe zu machen pro Video. Und ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde. Ihr könnt ja mal gute Kommentare unten in die gute Vorschläge in die Kommentare schreiben, so rum. Und bin auf alle Fälle gespannt, wie das Ganze hier ankommen wird. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? Der Ort ist bestimmt ein Wechsel.
Aber hast du das so wechseln oder nicht? Hast du wechseln? Ach, scheiß drauf, verbunden einfach. Echt traurig, siehst du, der hat gewartet, dass wir wechseln. Oh, das ist so geil. Bitte überlebe, komm, überlebe, überlebe, komm! Fuck! Hätten wir das jetzt überlebt und er hätte mit Typwechsel Eis, den Eistyp angenommen, hätten wir voll kalt machen können. Das ist doch jetzt scheiße. Oh, ich kann jetzt nicht Mega-Gänger nehmen. Okay. Der erste Kampf wird so der Flüchtigkeitsfehler schlechthin werden. Sind die schneller oder sind die schneller? Das ist jetzt die Frage. So, Planier. Hat Initiative. Und 122. Also. Gengar. Muss mir echt angewöhnt, irgendwie hier nebenbei Stats aufzumachen. Und 110. Scheiße. Fuck it, ey. Ja, jetzt nicht. Ich kann nicht nehmen. Zauberschein. Surfer. Oh, shit. Ich hätte doch noch ein bisschen nehmen können. Leute. Ich bin so dumm. Scheiße. Okay. Der erste los. 2-1. Ja, schön. Shadow Sneak, ja, das war super. Der erste Lose 2-1, aber wir kämpfen uns durch. Das wird auf alle Fälle eine sehr, sehr lange Serie werden, denke ich nochmal. Also, ich 3 gegen 3 Battles machen ja sehr, sehr viel Spaß, jetzt nicht unbedingt, aber sind schon gut, um ein paar Teams zu testen, um ein paar Kurs zu testen, zum Beispiel. Ja. So sollte es möglicherweise nicht laufen. Na gut. Dann kann ich alles haben, wo wir noch verlieren können. Und, ja. Ja, ich möchte weiterkämpfen, natürlich. So, wir kämpfen mit unserem Team. Das andere ist übrigens gerade noch ein Testweise-Team, was ich so mit habe. Das muss noch, hochgepusht werden. Also, was heißt hochgepusht? Das muss noch, nicht trainiert werden, aber mir fehlen noch die ganzen Items dazu. Denn ich habe noch nicht ganz durchgespielt. Ich habe meine Y, also ich spiele derzeit Y, vor ein paar Wochen noch resettet. Und habe dann. Oh Gott, mein Megakangama. Okay, wir haben hier Megakangama. Denke ich mir mal Castador, Skelabra, Skalebra, keine Ahnung. Wieder mal Quajutsu, Zapdos und Findara. Ich könnte eigentlich mit Gengar ganz gut was reißen. Wenn wir Gengar vielleicht durchziehen, und dann noch Zapdos. Nehmen wir es einfach mit Mega Gengar, Zapdos, wird ganz gute Dienste machen hier. Und, na gut, Stahl. Finden wir noch nicht. Nehmen wir den Pinsel, halt den Pinsel nicht mit. Nur davor. Das ist vielleicht bloß 10 Mega-Pokémon, mit dem ist ja vielleicht besser. Wir nehmen dafür mit. Koalio. Ich denke mal nicht, dass das ein Gen 4 Zapdos ist mit Hitzewelle, so wie ich es habe. Sondern, dass es eins von den neueren Zapdos ist. Und das durfte, glaube ich, Hitzewelle gar nicht lernen. Das war, glaube ich, Move-to-Move damals, dachte ich. Du bist ganz lustig zu sehen, wenn hier nebenbei meine 3D-Aufnahme hochlädt. Also hier, was ich hochlädt und hochzählt, 10 Minuten, 3 GB, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Was kommt zuerst? Skelabra, da haben wir doch ganz guten Wurf gemacht mit Gengar. So, inzwischen Mega Gengar. Und ja, ich weiß, Mega Gengar ist so noobig und ist mir egal, mir fehlen derzeit noch gescheite Pokémon, gescheite andere Pokémon. Und wenn hier mit Mega Kangama gespielt wird, kann ich genauso gut mit Mega Gengar spielen. Das ist mir eigentlich sowas von egal. Den Kangama finde ich noch um einiges unfairer als Mega Gengar. Oh, das ist was Scorft. Also für die, die es nicht wissen, es hat einen Waschhal. Das sagt mich jetzt nicht. Das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Oh, das ist jetzt gar nicht gut. Ich hätte doch das Q mitgenommen, ey.
Also ich merke schon, mein Team ist nicht ganz so ausgereift, wie ich gedacht habe zu Anfang. Wie gesagt, ich komme auch selber wieder mit rein ins Spiel. Und bis man dann die ganze Sache wieder so drauf hat, dauert es eine Weile. Und da habe ich schon selber Taktus mit. Oh, Castado. Ja! Wir haben jetzt eine Welle! Wir haben jetzt eine Welle, Leute! Das ist aber unser Bestimmten. Das ist unten nicht Special Defense, aber wir haben jetzt eine Welle und das trifft vierfach. Och Gott. Ja, Scarfed Hitzekoller. Ist klar. Der wechselt jetzt außen ein und macht uns mit Scarfed Hitzekoller Dings fertig. Ja, überleben wir es oder überleben wir es? Nee. Ich versuche es einfach mal. Ich sollte vielleicht mal den nächsten Runde Arcani organisieren mit. Oh, sehr schön. Zitrusbeere und Roost, das kommt natürlich ganz gut. Die können wir uns ordentlich wieder auffüllen. Das war jetzt wirklich well played, gut predicted, muss ich sagen. Ich werde mal irgendwie hier demnächst mal einen Arcani organisieren müssen, ein defensives, mit Feuerfänger. Oder mit. Ah, gut, Feuerfänger finde ich gut. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal mit. Wir sind zum Beispiel mit Hitzewelle. Der wechselt bestimmt Castado. Komm, mach deinen Zug, Alter. Ja, 406 Liebkämpfe, Alter. Wie viel hab ich denn? 50 oder so maximal. Und dann Lukas gegen diese ganzen Übernoobs. Na komm. Und Castador. Jetzt komm, Castador, Alter. Castador, komm. Komm, Castador, Castador, komm. Der macht mich alle. Der macht mich alle, der Typ. Komm, den kannst du verbrennen, das wäre ja ganz gut. Ach, okay, ja, ich kann euch nur sagen, warum der Kickass so gebrochen hat. Der müsste das Wildzerwelle können. Ja, Toxin, das muss ich nicht wegzustellen. Drecksohle. Das läuft nicht so wie geplant. Wir können noch gewinnen, es ist noch nichts verloren, aber das läuft nicht so, wie ich es gern hätte, sagen wir es mal so. Auf alle Fälle muss mein Pinsir raus. Das ist irgendwie nicht so praktisch, wie ich gedacht habe. Schön, jetzt habt ihr das weg. Jetzt muss ich bloß noch Chandera wegkriegen, damit Kobalion durchziehen kann. Denn Kobalion kriegt man natürlich einen Blocker mit. Das wird natürlich wieder Hitzekoller nehmen. Oh nein, das ist jetzt Flammenbein. Wir boosten zu. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal noch was nehmen. Das ist ein das nächste. Das könnte klappern. Das könnte jetzt klappern. Ich kann aber auch nicht zu Gebäude wechseln, weil bin ich instant tot. Ja, super. Und wenn der Flammenwurf gelockt ist, ist der auch schon als mein Gebäude. Wenn es jetzt ein Crit wird und ich das Ding down kriege, ist perfekt. Yes! Yes! Das ist perfekt. Perfekt, Alter. Das Gute ist nämlich, mein Kobalium juckt die Pflanzen, das Pflanzenstahltyping von Terraform nicht. Also von, oh Gott, wie ist das denn auf Deutsch? Castador, genau, Castador. Nee, Castador nicht. Ist ja auch egal, jetzt wisst ihr, was ich meine. Vergiften kann es mich auch nicht. Es könnte mich höchstens paralysieren, und da ich Gedanken gut drauf habe, ist mir das relativ Wayne Train. Wenn das Ding jetzt keine Angriffsmoves hat, ist es nämlich gefickt. Wir sind auf alle Fälle schneller. Haben dann Step-Kampf-Move mit Fokusstoß. Also. Ich würde sagen. Langsam sind wir langsam oder so schnell. Also. Ist nicht sehr effektiv. Ich muss Fokusstoß nehmen. Ich muss mindestens. Ach, wir haben ja Beulenhemd drauf. Also, das könnte jetzt sogar was werden. Step. Yes!
1-0 Sieg. Unser erster Sieg in diesem Video. Das ist sehr schön. Ich hätte gedacht, ich gehe hier mit 0-3 raus. Aber steht 1-1. Perfekt, aber perfekt. Kann ich sogar den nächsten Folge gleich schon aufnehmen noch? Okay, 1-0 Sieg. Ich will es jetzt nicht hochloben, aber ich bin gerade auch schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das Ding doch noch umgerissen habe. Ein bisschen durch Wale kämpfen. Und mein Team kämpfen. Ich werde dann, denke ich mal, auch die nächste Runde das andere Team, was ich jetzt nochmal eine Kampfbox drin habe, mitnehmen. Um euch das mal zu zeigen. Oh, also das war jetzt gerade wirklich knapp, ey. Also ich merke schon, dass das Pinsir nicht so wirklich was bringt. Das ist ein bisschen... Oh, Schuhe sind ja vorne drin, ey. Weil die ist schlechter als wir, das ist vorne drin schlecht. Vielleicht auch dick. Und wir spielen gegen Turnupto, Manectric, Skarm, also Skarmory, Felinara, Gengar und Quajutsu. Würde ich sagen, da liegen wir doch trotzdem wieder mit Mega Gengar. Das ist gar nicht mehr so doof. Ja gut, das Skarm macht mir Bild, dieses Mal habe ich schon so. Skarm macht mir Sorgen derzeit. Wegen seinen physischen Werten. Und Turnupto so ein bisschen. Ah, jetzt habt ihr es mit mir. Kann man eigentlich ganz gut das ausrichten. Mit Donnerblitz. Und sonst haben wir Kuno. So ein Mega-Gegner haben wir schon weg. Das heißt, haben wir schon unser Mega-Pokémon weg. Sollten wir also kein zweites mitnehmen. Wäre ganz schön dumm. Vor allem, wenn sie alle Mega-Steine haben. Wir nehmen noch mit Junior, Kobalion. Volume, Snoopto kann Flammenwurf, im Zweifel kann Electric auch Flammenwurf. Alles solche Sachen. Aber Q mit. Q ist gerade mal so doof. Ich habe nur schon sehr, sehr viel gebraucht in einigen Spielen. So. Gegen so ein japanische Uchi zu spielen, ist manchmal gar nicht so doof. Die können meistens ganz gute Sachen machen. Letztens auch gesehen, zum Beispiel Kangama mit Steigerungshieb, finde ich so assi. Es ist plus 2 nach jedem Move. Manectric. Garantiert mega Manectric. Jetzt muss man schnell gucken hier. Wie schnell Voltenso wird, wenn es Mega-Stufe hat. Voltenso. Ich muss ja gucken, irgendwo noch eine Shiny Voltenso rumliegen. Scheiße, es ist aber schneller als ihr. Sind wir scheu? Bericht. Silberscheu. Scheiße, steht nicht da. Fuck it, aber. Oh, schon ein bisschen mäßig. Das ist jetzt auch gut. Wir nehmen Mega Entwicklungs-Step-Spuk, weil. Da holt er mich am meisten Schaden damit. Ja, das war klar. Oh Gott, bitte kann. Ich hoffe, dass es kein Spukball kann oder so ein Scheiß. Oh, das ist mir egal. Biss kann's. Doch nichts können, was wir. Sind jetzt genommen. Aber wir müssen Uras mal wieder umzunehmen. Donnerblitz. Okay, Spezialangriff. Und. Oh Gott! Oh Gott, das müssen wir eigentlich down kriegen. Oder. Oh. Das hätte jetzt in die ganze gewesen, manchmal nur Spukball. Manchmal hat 90, Spukball hat 80. Fuck it, ey. Oh Gott. Bombe. Der holt uns down. Fuck, ey. Das ist scheiße, das ist echt kacke. Also wir werden wahrscheinlich mit einem 2, also mit einem 1-2 rausgehen, also 2 Loses einnehmen. Aber naja. Was will man machen, ne? Was will man machen? Oh, komm, wechsel. Oh, das haben wir gut weggesteckt. Das haben wir jetzt gut und männlich weggesteckt. Also Zitrusbeere ist immer noch mal an. Schön, das ist da. Okay, 2-2 steht.
Und was kommt als nächstes? Triumph. Ich probier's einfach mal. Ich wechsle jetzt mal zu Qun und versuche ich mal mit Dings hoch zu pushen, mit Calm Mind das Gedankengut. Denn es durfte nichts haben, was uns gefährlich werden könnte. Physisch hat es nichts, was uns gefährlich werden kann. Und speziell hätte es eventuell nur. Wir haben sogar noch überlebt. Speziell hat es eventuell nur Strauchler und das stecken wir halt locker weg. Wenn wir eh Gedanken gut reinkriegen, dann ist das schon perfekt. Hat Leben hoch, das ist schon mal gar nicht so doof. Also ist schon mal geschwächt. Gedanken gut. Ja, Zurückruf, okay, Instant Gedanken gut, das ist perfekt. Also, was ist Instant, aber ein Free-Turn Gedanken gut. Gar nicht mal so blöd. Gengar. Gengar, Gengar, Gengar. Da ist jetzt die. Greifen wir an oder greifen wir nicht an? Ich würde sogar sagen, greifen wir an. Der Mega-Gengar ist relativ böse. Wenn wir zwei Attacken landen können, mit Siedewasser, vielleicht eine Verbrennung, ist ja perfekt. Energieball. Ah, Mega-Gengar geht ja gar nicht mehr, das hat der hat ja schon. Ah, da können wir doch locker. Da können wir locker dauern, das Ding. Das ist jetzt absolut kein Akt, das Ding aus dem Kind ist genau. Nein! Scheiße. Fuck. It's a trap! Fuck it! Oh, so kann man natürlich auch seine Pokémon verspielen, ey. Das Ding ist jetzt das, wie viel zieht uns dieser scheiß Eisstrahl? Kriegt man Ruhrrot rein oder kriegt man nicht rein? Das ist jetzt die Sache. Mit Hitzewelle könnte ich es gleich down kriegen, aber mit. Ah, ich probier's Ruhrrot. Eisstrahl, bitte übernehmen, komm. Wir haben die Zitrusbeere plus den. Ah, scheiße. Okay, das war's. Das haben wir so nicht mal geschafft. Naja, unsere erste Runde, unser erstes Video geht aus mit einem 2 zu 1, nicht einem 1 zu 2, also 2 Niederlagen, 1 Sieg. Ja, kann man nichts machen. Möchte auch nicht mal kämpfen. Ja, kann man nichts machen, das ist halt Pokémon, das ist halt sehr, sehr viel Glück beim Teambau und gescheites Spielen. Glück beim Teambau hatte ich mäßig, gescheites Spielen habe ich relativ versorgt heute. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.